Und damit herzlich willkommen bei der heutigen Folge Sizilien-Roadtrip Alibaba, eine Ednatur. Kann ich dir sagen? Ednatur heute! Die Smoky jetzt sein. Richtig geil. Herzlich willkommen beim letzten Tag unserer Sizilien-Tour. Heute endet die Urlaubsrundreise, die alles entscheidende Schlacht auf dem Gipfel des Ätna. Alibaba hat eine geile Tour klar gemacht, mit Mittagessen sogar auf 3000 Metern Höhe. Na, wir sind gespannt, wie es wird. Cool. Warst du schon mal auf einem Vulkan? Nein. Nein. Was denkst du, wie es da wird? Muss ich. Okay. Ich weiß es nicht. Okay, na, mal gucken. Wir werden sehen. Ja, ich denke, cool. Ich hoffe, dass das Wetter wieder durchhält. Hoffentlich zieht es da oben nicht so sehr. Ja. Es ist ein bisschen Regen gemeldet. Das hoffe ich, dass wir ein bisschen gucken können. Vielleicht kommen wir ja schwarz wieder, wie der Essenkärrer. Meinst du, das sollen wir schon mal einkriegen? Wie der Rußmänner oder so. Ach so, wenn wir voll verbrannt, wenn wir so nah an der Sonne sind. Ja, du siehst dann genauso aus wie jetzt. Also, schwarz. Wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter. Der erste Punkt ist jetzt, der holt uns ab und fährt uns wohin? Schon auf die irgendeine Station? Keine Ahnung. Wissen nicht. Gut, lassen wir uns überraschen. Da fährt, denke ich, erstmal, holt uns ab, fährt uns zu irgendeinem Treffpunkt, dann steigen wir ein. In den, diesen Unimog da. Fahren wir weiter. Okay. Ich hab keine Ahnung. Herzlich willkommen in Sizilien. Ja. Alles gut? Hi. Danke. Ja. Habt ihr schön gefrühstückt? Ja, das, was noch da war. Okay, von gestern noch wahrscheinlich. Ja, wir sind ja schon eine Woche hier. Ach so, okay, da bin ich jetzt nicht dort. Wie ist die Insel ursprünglich entstanden? Durch die tektonische Situation, durch die Subduktionsstelle, die wir haben hier, beeinflusst auch durch diese tektonischen Platten, die wir haben, wo uns gut geworden ist. Danach darf man nicht mehr höher bauen. Und da seht ihr, wie die Menschen noch, die Älteren noch. Und das Problem ist noch, dass die Älteren vielleicht noch bis hier hinten, also hier ist auch noch am Schnee, dann ist es schwierig, auch mit dem Auto zu fahren. Ja. So ab dem 15. November bis 15. April muss man hier, wenn man hochfährt, mit dem Privatwagen mit Schneeketten im Auto haben. Ja. Weil hier kann es sehr rutschig werden durch die Eisproduktion hier an der Straße. Aber wie gesagt, die Dauer. Wir müssen ein bisschen so Sorgen machen. Wir hoffen immer, dass die Lava nicht so rutscht, wie eine Holzhackerei. Eine der längsten Eruptionen der Geschichte, weil früher wurde nur das aufgenommen, was zerstört worden ist oder wenn irgendwas passiert ist, war die Lava von 1614, 1624. 10 Jahre lang. Okay, die produziert die Lava. Aber cool. Ja. Wir müssen jetzt auf so einer, ja, keine Ahnung, vorgelagerten Außenposten irgendwas von hier starten, wo die Rundfahrten. Ja, genau, ja. Gehen wir nochmal Pinkelpause machen und dann. Du musst jetzt pinkeln. Ja. Ich will auch pinkeln gehen. Gehen wir dann pinkeln. Genau. Und dann geht's mit was weiter? Mit den Jeeps oder? Ne, Seilbahn. Mit der Seilbahn geht's weiter. Ist es jetzt soweit? Ja, mit Lena Mini Edna. Das Souvenir hier. Oh, was sind das? Ein Aschenbecher? Teelicht? Räuchermännchen. Ja, das ist natürlich geil. Das ist richtig cool.
So, als nächstes geht es mit der Seilbahn weiter auf, weiß nicht wie viel Meter, 3000, 2800, irgend sowas. Nicole, ist mir ganz heiß, endlich mal wieder Seilbahn zu fahren. Das machst du nämlich am liebsten im Urlaub, Seilbahn fahren. Stimmt's, Nicole? Ja. 3000 Meter, das ist spannend. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Seilbahn gefahren bin. Alle rein. Ach du Scheiße. So eine Seilbahn, die ist lustig, eine Seilbahn, die ist schön. Jetzt müsste es wie auf dem Rummel sein, wo du an der Stange noch drehen kannst. Hier ist die Lava drin vorbeigeschossen an dem Ding. Ah, links und rechts. Links, ne? Und rechts, ne? Denkt man, ne? Zum Hochlauf. Auf wie viel Meter geht's hoch? Ich hab's wieder vergessen. Ach, jetzt mit der Seilbahn. 2,9. 2,9, 2,8, irgend sowas, ja, ne? Ja, und dann geht's mit dem Jeep nochmal. Mit diesem Unimax, ja. So ist nochmal noch mal 300 Meter hoch. Ach, die Quad, die hochschwappen, ist bestimmt richtig geil. Ich glaube, wenn du hier hinfällst. Ah, sind wir schon angekommen hier. So schlimm war's da gar nicht, Nicole, oder? Ein Katzensprung, wie immer. So, jetzt geht's los hier mit einem Pirelli Unimog. Sind wir da? Ja. Sogar Eis unten drunter hier. Oder? Diese Guides, die werden uns was erzählen, weil die sind immer hier, die wissen Bescheid, die haben Ahnung und ich glaube, das ist besser. Also gut, haben wir alle die weißen Schuhe an. Nee, aber was sagst du? Wir sind nicht direkt. Leider ist es sehr verabkannt für das Material. Wir haben gerade ein Stück aus einem kleinen Loch, geholt und das ist noch richtig schön warm. So vielleicht, weiß ich nicht, 25, 30 Grad wird es haben. Richtig angenehm. 25, 20 schon. So aus 30 cm Tiefe. Richtig cool. Leicht frisch langsam hier oben. Oder? Kalt oder geht's? Guck, gibt ein bisschen Eis raus. Kann man ein bisschen gucken hier ins Land. Wieder mal. Ach, hier unten. Sieht aus wie auf Island. Dampft und qualmt. In jeder Ecke. Aber schön windstill finde ich es hier. Hier ballert kein Wind so sehr. So, jetzt ist er gleich wieder weg. Es kommt gleich so eine Wolke von rechts. Es wird doch nicht wärmer mit dem Outfit hier oben. Mal auseinander.
Oh, so leicht? Ja. Cool. Ein schöner Qualm, die Baba hier, ja? Wolke. Alter, Alibaba, guck mal. Guck mal, die Wolke kommt gerade hier. Mega, siehst du gerade, bist du da. Komplett weg. Oh, du siehst aus von hinten hier, als wärst du in irgendeinem Vietnamkriegsfilm, ey. Hier ist überall Eis unten drunter. Und das ist jetzt der Südostgrat. Okay, und der da oben quasi. Und dahinter kommt dann der Nordgrat. Ist der nochmal höher? Oder? So weiter links ist ein bisschen niedriger der Zentralkrater mit Laborage und Bocanova. Und dahinter ist der Nordgrat. Alles klar. Der Zentralkrater ist quasi tiefer als die anderen beiden. Ja. Ah, okay. Haben wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel hier, die Dinger. Das ist Rosso Morosoroli. Also hier muss man ab und zu ein bisschen husten. Das haben wir bei den anderen Leuten festgestellt, deswegen habe ich lieber die Maske auf. Hier oben ist ganz schön schwefellastig. Jetzt muss ich mal husten hier. Hier oben ist ganz schön schwefellastig. Und das merkt man in den Atemwegen. Da muss man dann doch das ein oder andere Mal husten. Ja. Total weich der Boden, ey. Sinkt mir eigentlich richtig ein. Sonne! Gute Sonnencreme raus! Sieh, das ist wie Megaborg, die Fliesen. Ja, wie Megaborg, Nicole! Genau, wie die Quellfliese Megaborg. Wo geht der jetzt hin? Pinkeln! Pinkeln! Mach ich mit! Mega. Nach links. Links dann mal. Das will ich irgendwo in den Schrank stellen. Das ist. Na, ich will es ja mal gucken, ob ich es irgendwie einpacken kann. 500 Gramm. Dass es nicht zerbricht. Also, das ist, denkst du? 300? Könnten auch nur 300 sein. Ja. Na, nimm den mal mit. Das ist ganz zerbrechlich hier. Mal gucken, ob ich das irgendwie heil nach Hause bringe. Nennt sich Mini halt, ja. Eine Mini-Caldera, ein Pott von 1792. Guck mal, was immer das ist. Hier wächst jetzt schon das erste Grünzeug. Hier dampft es raus.
warm. Das ist ein ganz anderer Geruch. Oh, gleich die Kamera beschlagen hier. Das ist ein ganz, ganz anderer Geruch als in Island. Das riecht hier, riecht das anders. Die Schuhe immer auch wieder leer machen. Geil. Schön, ne? Wenn die reingreifst. Wenn du tiefer gehst, so heiß das jetzt. Ne? So, wieder runter geht's. Kopf gerammelt? Ja. Blendet's jetzt wieder, meine Jacke, oder geht's? Wie fandest du es da oben auf dem Vulkan, Nicole? Interessant. Wenn man mal hier ist, kann man sich schön einnehmen. Ich bin gespannt, ob man das Scheppern auf den Videos hört. Er hat gesagt, man hört es wahrscheinlich nicht, aber ja. Ich glaube ja immer nicht alles, wenn ich es nicht selber gesehen habe. So, ne Mampf, kein Kampf. Deswegen geben wir jetzt hier noch was Schönes, Schönes essen. Merkt euch mal das Bild. Ich blende euch dann das noch von draußen ein, das Haus. Das 83, die Lava genau außen rum geflossen in dem Haus. So, wir machen ein schönes Wink. So, nicht ob der trockene süß Salute. Ja. Das ist die Vorspeisenteller, ne? Ja, dann. Wollt ihr ein bisschen Brot dabei? Schmecken lassen. Ja, Brot geht immer. Alles rein heute. Einfach alles rein. Dann haben wir dafür was getan. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das ist das Haus jetzt außen von der Seite. Und die Lava ist genau hier hinten stehen geblieben. Hinter dem Haus. Ziemlich krass. Jetzt fahren wir. Fahren wir mit dem Auto gleich weiter und noch in so eine Höhle. Ja. Gucken, was da so gibt. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Höhlenrundgang. Vielleicht finden wir einen großen Brontosaurus. Sieht aus wie auf einer Ölbohrinsel, Aliba. Safety first! Der Sicherheitssalamander ist natürlich immer mit dabei. Geht gleich rein hier. Was, was? Die Decke war schon vorhanden, wurde fast wieder zum Schnäppchen gebracht. Ja, also diese Tropfstein-Dinger, das ist keine Tropfsteinhöhle an dich. Also das ist Material, was wieder zum Schmelzen kam. Ja? Durch die hohen Temperaturen, die hinten drin waren. Schaut mal, wie hoch dieser Level war. Bis da oben hin. Mhm. So, Hotspot, da waren wir gerade. Wir waren also unterhalb des Südostkraters. Okay. Ein bisschen weiter unten. Also es hat nicht viel gefehlt. Wir hätten natürlich hier sein können, aber wir waren also ein bisschen weiter hier. Und der Zentralkrater mit Lavoraggio in Bocca Nuova und dahinter der Nordostkrater. Das ist der Hotspot, das ist das Gebiet, wo immer alles passiert. Okay. Auf Tauchstation. Also ja, 10, 20 Meter ist alles vorbei. Und bitte nicht lachen, wie wir hier alles sichergestellt haben, okay? Bitte nicht lachen, okay? Aber das ist lachhaft, was wir hier gemacht haben, wirklich. Also hier wird also mit Seilen und auch mit der Richtung. Also hier ist mindestens ein 10 Meter tiefes Loch, was weitergeht und ungefähr 1150 Meter dann entspricht. Es heißt Grotta dei Tre Livelli. Bitte lacht nicht. Guck mal, das ist die Sicherheit. Hier. Ja, seht ihr? Cool, ja? Total. Das schützt Leben, okay? Das geschieht nur in Italien. Und da tun sie sich welche runterlassen und dann... Ja, ist das sicher hier? Guck dir das an. In Rumänien wäre ja gar nichts. Ein Holzblock. Ein Holzblock, ja.
Diese Höhle heißt Grotta dei Tre Livelli. Tre Livelli heißt drei Levels. Das waren dann die Frauen, die hatte dann. Die Eisfrauen, die hatte gearbeitet. Also kennst du die Eisfrau von früher? Eiskönigin, ja. Eiskönigin, ja. Aber Eismänner, Eisfrauen, nee, nee. In diesem Fall gab es früher kein fließendes Wasser. Ja. Wir haben noch einen Schmankerl zum Schluss. Und zwar, wann kam die Lava hier runter? 1983? Nee, 2002. Ach, sowas. 2002, 2003 kam ja die Lava hier runter. Ihr seht es da hinten. Nicht überall, nur so wie sie halt geflossen ist. Deswegen sind da auch noch Bäume. Da sind keine Bäume, hier sind Bäume. Die Straße ist neu. Die Straße ist zum Beispiel neu. Und die Lava hat natürlich den Wald und alles Mögliche unter sich begraben. Und da haben wir jetzt hier. Hier standen natürlich auch Häuser. Menschen haben hier gewohnt. Mittlerweile ist so eine Baugrenze 1000 Meter. Alles über 1000 Meter ist verboten, irgendwas hinzusetzen. Beziehungsweise du musst auch keine Versicherung abdecken. Und da haben wir hier noch ein Häuschen, was hier früher mal war. Hier Leute, bei diesem Haus in der Kurve stehen wir. Und wenn man sich das jetzt erstmal über die Satellitenansicht, über Google Maps ansieht, dann sieht man erstmal, wie diese Lava vom Ätna runtergeflossen ist und was sie alles unter sich begraben hat. An einzelnen Stellen hat man so ein paar grüne Flächen. Das sind dann die Wälder auf kleineren Bergkuppen. Aber ihr seht, umso weiter wir rauszoomen, wie viel Kilometer bzw. wie groß die Fläche ist, die Lava unter sich begraben hat. Sie reicht fast bis Catania. Das ist schon ziemlich krass. Tja. Hat sogar noch eine zweite Etage. Geht da jetzt nicht rein, aber das ist quasi das Obergeschoss, was wir hier sehen. Ja, ja. So, wir sind wieder da am Hotel. Das war's. Ich fand's cool. War eine schöne Tour. Vielen Dank. Ich fang an mit den Damen. Ciao, alles Gute. Vielen Dank. Schön war es gewesen. Ciao, man. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Ja, alles Gute. Schönes Jahr. Nicht so viel heute Abend. Ja. Ciao. So, zur Feier des Tages werden wir noch ein bisschen Grillerchen machen heute. Da brauchen wir noch einen richtig geilen Broiler. Steak. Schaschlik. Nee, keine Ahnung. Das, was es im Laden gibt. Mal gucken. Oh, der Blinker! Der Blinker! Ja. So, also wir haben jetzt die Mädels abgeparkt in der Unterkunft. Wir laufen dann. Die wollten nicht mehr laufen zum Supermarkt nach der Ätna-Tour. Dann müssen wieder an den Männern hängen bleiben. Immerhin habe ich einen geilen Rucksack. So. Wir sind hier im Lidl angekommen. Das ist natürlich geil hier. Hier kannst du die Meeresfrüchte dir so rausnehmen. Ich wollte schon immer mal einen 6er Träger Wasser an der Hauptverkehrsstraße 2 Kilometer weit tragen. Unglaublich geil. Unglaublich geil. Da vorne rennt er. Kilometer Nummer 2 mit seinem Wasserträger. Schön hier. Schön. Da noch mal ein Pool oder was im Bierchen? Ah, schön Pool, ey. Wollen wir noch was kaufen? Echt? Da vorne gab es ein Telefon, so ein ganz altes. Ein Telefon von Siemens? Ja, nee.
mit so einem Hörer zum Auflegen, wo dann die Muscheln so rauskommen. Ah. So, wir haben uns natürlich reingeteilt mit dem Träger, ne? Die Schlosser denkt ja, Alibaba hat alles rein, alleine getragen. Ja, das ist alleine getragen. Bleib doch mal bei der Wahrheit. Ja, genieße jetzt den letzten Sonnenschein und hau uns nochmal in den Pool jetzt. Wo ist Bier? Wieder. Sollte vielleicht die Augen nicht so oft aufmachen, wenn das frisch ins Klo ist, oder? Hast du mal einen Ping hier, oder was? Wisst ihr, was das Schöne ist? Die Frauen sind gerade nicht hier, es ist einfach nur Ruhe. Ich sag sowas nicht. Einfach nur ein bisschen Vögel gezwitschert. Und kein Hühner gegackert. Oh. Da wachsen Ballen im Jochen. Schön war's gewesen. Schön. Und dann nimmt der Lauf. Ronaldo. Und Nicole mit der Hacke eiskalt abgewehrt, das Ding. Na, das ist Nicole. Das geile Schachtig macht, hau ich nochmal hier drei Mojitos raus. Wenn ihr wirklich mal das Rezept wissen wollt von mir, vom Mojito Ricky, schreibt in die Kommentare. Am besten ist natürlich, ihr nutzt Crash-Eis, aber das ist jetzt halt nicht immer möglich. Du ganz alleine heute hier. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Die gute Fee. Ja, nehm es mit raus. Was hat Nicole denn da alles Feines gezaubert hier? Das sieht ja besser aus als im Restaurant. At the restaurant. Aber ich habe heute durch Mail gemacht. Tut mir leid, habe ich ganz vergessen. Das habe ich nicht gesehen, deswegen. So, dann machen wir nochmal das allerletzte. Stößchen auf den sizilianischen Urlaub. Feuershow hier zum Ende. Vollgas. Damit war's das auch mit den Sizilien-Urlaub. Quatsch nicht so lange, jetzt gibt's Schaschlik. Wir essen jetzt erstmal alle. Ich verabschiede mich aber noch für euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zu begleiten, die ganze Zeit hier durch die Zielen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in die Insel, über die Insel, was hier alles zu sehen gibt. Ätna, Strände, Unterwasserwelten und auch kulinarisches.
sonst immer das beste Wetter. Wir haben das Beste draus gemacht mit dem Wohnmobil. Es hat Spaß gemacht. Alibaba ist noch lange nicht an seine Grenzen gekommen, mit das Fahren angeht, mit Wohnmobil durch enge Gassen. Nächstes Mal mit Panzer gefahren. Nicole, ein Abschlusswort von dir. Ich wollte gerade fragen, brauchst du Unfahrt, sonst du die hat? Ich will nicht mehr sein. Sehr gut. Schweinebacke. Alibaba, hast du noch irgendwas, was du zu Sizilien den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, loswerden möchtest? Fahrt Anfang Juni, das war schön. Ja, da ist noch keine Ferienzeit. Ha, da ist ruhig. Das ist Wetter okay. Ist nicht so bullisch ist. Vielleicht wird es sogar ein bisschen teurer, wenn es in der Ferienzeit ist. Okay. Während der anderen Speisekoppen ausbildet. Touri-Koppen. Nee. Eigentlich auch. Super Bursche. Dann macht es auch. Wir sehen uns im nächsten Vlog, im nächsten Abenteuer. Eine Never-Ending Story. Und in diesem Sinne sagen wir Cheerio! Weil sonst kein Fressen hier. Ich hab noch rohes Fleisch, da kannst du nicht mehr fassen. Was ist das? Die liebe Scheißerei, wisst ihr? Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja, Rick ist wieder auf dem Roadtrip.